Der erste prominente Herr hat ja im Fernsehen, Operette, Musical, Theater schon unzählige Rollen gespielt. Nur das Tanzen, das hat in seinem Leben noch gar keine Rolle gespielt. Das will er jetzt ändern und verspricht, sich sehr, sehr zu bemühen, wie er sagt. Na ja, da freuen wir uns drauf. Paar 06 sind der Schauspieler Gerald Pikowetz und Roswitha Wieland. Ich war immer ein Mann der Kommunikation. Also, wenn ich einen Ball besucht habe, habe ich mehr versucht, mich zu unterhalten. Aber es war schon so eine heimliche Leidenschaft, so einmal übers Parkett zu schweben. Bim, bim, bim! Du hast ja schon Also, ich spüre an der Volksoper ein bisschen musikalisch, so in den Schuss. Aber das heißt noch lange nicht, was man da versteht, dass das da untergekommen. Also ich habe den Gerald eigentlich nur von Kaiser Mühlen Blues gekannt und ist mein Wunschpartner. Ich finde ihn begabt. Also ich glaube, viele Leute unterschätzen ihn, aber er hat wirklich ein super Rhythmusgefühl. Heute ist ja der Abend, an dem in diesem Ballroom viele Geschichten beginnen. Einige werden uns überraschen, andere vielleicht wahrscheinlich sogar schockieren, zu Tränen rühren. Im Fall von unserem ersten Paar, nämlich Gerald und Roswitha, scheint es eine Komödie zu werden, denn es gibt einiges zu lachen beim Training. Cha-cha 1, cha 3, cha-cha 1, 2, 3, cha-cha 1. Also dieser berühmte Gang beim Cha-cha-cha, der macht nach wie vor Schwierigkeiten. Ich bin heute halt sehr leichtfüßig, umsonst sagen sie im Theater nicht die Ballerina zu mir. Cha-cha-cha! Ja, das gehört einfach zum Cha-Cha-Cha dazu. Da gibt es ein paar Schritte, dazwischen eben ein sogenannter Lockstep. Ja, das ist alles Übungssache. Sie lacht schon wieder. Du gehst, als ob da irgendwas weh tut. Wenn mich der Schalk reitet, der mir im Nacken sitzt, dann merken das die Leute, merkt das Publikum und bei der Rosi funktioniert das auch ganz gut. Was hab ich gemacht? Du hast mich schon wieder angeschaut, das bist du nicht. Ich finde den Gerald total unterhaltsam. Ich muss wirklich so viel lachen, es ist unglaublich, weil er schaut mich so witzig an mit seinen Backel da und mit dem Grinser. Und das ist halt einfach witzig, da muss ich mitlachen. Wenn ich dazu schaue, komm ich selber. Mir ist ja lieber die Rose kommt raus, als ich komme raus. Ja, hoffentlich kann ich das morgen auch noch. Nein, das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Hier kommt Paar 06. Der Schauspieler Gerald Pichowetz und Roswitha Wieland. Und sie tanzen einen Cha-Cha-Cha.
K06, Gerold und Rosi. Gratulation, ihr habt debütiert. Ihr habt das Parkett eröffnet. An euch werden sich alle messen müssen. Wie schwierig wird das? Ich hoffe nicht, dass das eine ernst gemeinte Frage ist, sondern eine nur rein rhetorische. Also das wird wohl das Publikum, die hochwohlgeborene Jury entscheiden. Habe ich das schon gesagt? Na, aber es kann nicht schaden im Vorfeld, schon einmal hochwohlgeboren. Kommt bei der Jury ganz gut an. Vorhin noch ein kleiner Winker zu Nicole hin, das kommt alles gut an. Müssen wir uns eigentlich Sorgen machen? Weil ich habe vorhin gesehen, da passt meine Hand zum Beispiel schon dazwischen. Nicht, dass du uns vom Fleisch fällst. Nein, das war Absicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht, falls es nicht geht, versuche ich so zu bezirzen. Ja. Es ist sehr berühmt, aber bei mir kommt es vielleicht doch nicht so gut, weil es gestohlen ist. Ah, na, das funktioniert dann nicht ganz gut. Mhm. Auf jeden Fall kann es sein, dass du ein bisschen was an Gewicht verlierst. Ein paar Leute würd's freuen, deine Ärzte zum Beispiel, hast du erzählt. Also falls meine Internisten zuschauen, hallo. Die werden alle erfreut haben, wenn da etwas runtergeht und alles wieder so seine regulären Bahnen läuft in den Blutablauf. Sitzen daheim schon am Handy, am Telefonnummern eingeben. Aber das Beste an allem ist, wurscht, wie viel man da abnimmt oder ob man zunimmt oder was auch immer, du hast Spaß dabei. Es schaut wahnsinnig leicht aus, finde ich, Nicole. Aber ich bin ja auch nach 8 Jahren Dancing Stars beratungsresistent. Was sagst du? Ja, nach 8 Jahren weißt du schon ein bisschen was über die Dance. Nein, machen wir uns nichts vor. Mach du. Also ich finde, es war schon mal ein lustiger Auftakt für diese Staffel. Und ich finde auch, dass du, glaube ich, schon jetzt der Tanzbär dieser Staffel bist. Und also der Cha-Cha fand ich eigentlich sehr gemütlich, aber auch sehr unterhaltsam. Und deine Lockstep, die du da schön vor uns so mit deinem Gesichtsausdruck getanzt hast, da war zwar noch keine Hüfte dabei, aber es war im Takt. Also weiter so. Bollasch, auch in einem Jahr hat sich nichts verändert. Du konntest mit dem rechten Auge sehen, was passiert ist. Das ist schön, das ist auch bestimmt das gute Auge. Wie war's? Gute Rechte ist immer gut. Ja. Nicole hat völlig recht gehabt. Natürlich von Ihnen haben wir, oder von euch, weil mit Ihnen, das wird eh nicht funktionieren mit mir, das kann ich ja nicht. Was Lustiges erwartet, das haben wir gekriegt. Was mich überrascht hat, dass du eigentlich alleinig einsteigen hast müssen und hast doch den Zweier erwuschen, was sehr gut ist beim Cha-Cha diesmal. Ja, so. Das ist nicht leicht, das ist nicht leicht. Was er meint, du warst im Takt. Du hast einen Takt getan. So. Danke. Sorry. Aber Dolmetscherin aus der Schweiz. Was wünscht man sich noch was Besseres? Nein. Was ich dir aber allerdings abraten würde, lass diese Solo-Einlagen. Das sind noch nicht so perfekt, nicht so gut. Nimm die Rosi vor dir hin, tu sie bewegen, sie ist hübsch, sie ist schön und es tut dir gut. Oh, jetzt geht das schon wieder los, die Rosi ist hübsch und schön. Das nächste Mal erzählt uns das in Ungarisch, dann versteht es eh keiner. Das nächste Mal auf Ungarisch, das stimmt. Gerald hat auf jeden Fall sich einiges vorgenommen im Laufe der nächsten Wochen. Er hat auch versprochen, sich sehr zu bemühen. Ich mache mir, wenn ich das höre, ein bisschen Sorgen, weil wenn das in einem Arbeitszeugnis steht, dann heißt unfähig, aber immer pünktlich am Mittagstisch. Ist aber für einen Bären gar nicht schlecht. Also immer. Gar nicht schlecht. Vielen Dank für den Auftakt. Danke. Die Jury vergibt gleich Punkte. Sie können das jetzt schon machen, indem Sie anrufen oder eine SMS schicken. Hier die Nummer 09010 59 09 06. Das ist ja Fitness. Was ist das? Mein Glücksspringer. Was ist das? Pinguin. Das ist ein Pinguin, so klein und schon ein Pinguin. Der fortgeht. Den bringe ich die Bauchbinden. Da, bitte schau mal bitte auf die Monitore, da kannst du dich selber jetzt beim Cha-Cha-Cha beobachten. Oh ja. Du hast dich ja selber noch nie gesehen, das muss man jetzt einmal sagen. Es ist so, der Gerald Bichowitz schaut sich nicht in den Spiegel. Du verweigerst irgendwie den Blick in den Spiegel. Ja. Das würde ja sämtliche Mimik zerstören. Wirklich wahr? Ja, du kontrollierst ja dann selber, das soll ja nicht sein. Natürlichkeit und Authentizität. Authentizität ist das Wichtigste. Warum? Steht da im Duden, was an der Maske noch? Sag's in die andere Richtung, bitte.
Ach so, ich schau schaust, deswegen schaust du nicht in den Spiegel. Aber wie machst du das in dem Programm? Das ist ein einzig großer Spiegel vor dir. Ja, also das ist, da schalte ich das aus, das blende ich weg. Außerdem, was heißt, das blendest du weg? Machst die Augen zu? So auf ganz die blind? Ganz blind. Ganz nicht. Na, also da hast du also, schon gesehen. Ne? Ja, ich habe mich schon gesehen, natürlich, aber Witzkomiker lebt ja wirklich vom Gesicht. Und ja, es gibt viele Leute, du wolltest gerade wieder her drin zu mir kommen, du bist ein fescher Kerl. Danke dafür. Ich sehe es jetzt auch, du hast ein bisschen abgenommen. Ja, aber nur es ist noch kein Sixpack, man kann noch keine Karottenreiben drauf, aber man könnte schon einen Teig ausrollen drauf. Ich habe ja natürlich 12-Pack. Nicole hat gesagt, der Ball ist schon gesagt, da war keine Hüften. Mein Lieber, der Mann hat eine künstliche Hüfte. Das ist richtig. Ja. Ich habe 2 Operationen hinter mir, aber das wusste er ja nicht, der Arme. Und kann meine Hüften nicht so richtig bewegen. Also das wird vielleicht bei den Hüftschwüngen ein bisschen Probleme machen, aber wir arbeiten. Aber du hast keine Schmerzen oder schon keine Beeinträchtigungen? Ist schon lange her? Schon sehr lange her. So wie man im Theaterjargon sagt, in deiner Hüfte spielt praktisch die Zweitbesetzung. Ja, das war so. Wie ich die Hüften gekriegt habe, habe ich im Theater dort gespielt, wo auf der Speisekarte jetzt der Käse steht, wenn du verstehst, was ich meine. Schau, jetzt bitte zu den Leuten, vor denen sogar das eigene Spiegelbild zittert. Zur Jury, bitte die Punkte. Bolasch sortiert sich noch, aber von dir will ich die ersten Punkte jetzt haben. Bolasch Ecker, bitte. 2. Na, aber die Zeit nehmen wir uns, Nicole. Das Buh muss schon sein. Jetzt, Nicole, bei uns tanzen. Thomas Schäfer-Ellmeier. 4. Und Hannes Nettball. 4. Na bitte. Insgesamt 15 Punkte. 15 Punkte. Prost. Oder? Prost. Bin. Den nehmen wir mit. Setzt euch nieder.